Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Infinity Evolved. Und mit dabei ist der Dosh LP. Und der Lex Diamond. Guten Abend. Ja, unsere unsere Endtour ist, wie man sieht, beendet. Ich habe meine pinke Rüstung. Und ich habe meinen Himmel auch im Haus. Alter. Können wir gleich mal gucken gehen, da so cool ein Sky-Himmel. Ey, ich fäll den Sky zu ab. Und ja, jetzt der Street Digger, der ist schon weg, der muss Haya-Bubu machen. Ja, der muss wieder Frauchen verwöhnen. Richtig, sonst traurig. Frauen halt, ne? Aber gut. ja, und jetzt nehmen wir einfach noch ein bisschen zusammen auf hier. Mach noch ein bisschen Terror in Beast Town. Genau. Ja, und bei mir erstmal, ich habe hier noch das Feld für die Enderperlen ein bisschen vergrößert. Sollte jetzt erstmal ein bisschen was abspringen. Ja. Gut, was hast du denn jetzt so vor? Also, mein Ziel ist jetzt erstmal auf jeden Fall ein paar Maschinen und ein Chisel. Ja, warte mal, ich glaube, ein Chisel könnte ich dir sogar noch geben. Nein, ich möchte ihn alleine craften. Ja, ist ja gut. Ich mach das alleine. Ich weiß, du kannst schon alleine Kacke machen. Ist gut. Ja. Ansonsten gehe ich zu meiner Mama. Okay. Gut, bei mir gab es heute Ziel, Blutaltar weitermachen. Ich habe Bloodwounds vorbereitet, die ich jetzt, zack, 23 Stück, crafte. So. Zack, so habe ich einen Diamond Chisel. Fick dich doch. Oh. Entschuldigung, die ist hier. Ich glaube, da ist ein Gespräch mit deiner Mutter fertig hier, oder? Vielleicht, nein, bitte nicht. Bin nie wieder böse. Das soll ich auch ganz schwer hoffen. Vielleicht. Ja, ich glaube, das gibt ein lustiges LP. Ja, ich denke auch. Also, es macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Also, ich war bei mir im Export-Mode. Also, ne, den habe ich, wie gesagt, nicht aufgegeben. Der ist noch da. Aber es macht einfach keinen Spaß, so allein irgendwie aufzunehmen. Und so ein Projekt mit anderen Leuten zusammen ist einfach interessanter. Hast du denn den Expertenmodus eigentlich im Singleplayer oder auf dem Server? Nee, auf dem offiziellen Server, also mit Whitelist natürlich. Da musst du dich für die Whitelist bewerben. Nee, da kann man auch mal so sagen, wenn du mal was Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, dann kannst du einen von uns mal holen, schätze ich mal. Also eigentlich brauche ich nie für irgendwas Hilfe. Ich spiele so lange schon Infinity von Tag 1 an. Ja, okay. Auf Deutschlands größten Community-Server von in Sachen Vizebees war ich auch schon halt Moderator und auch Teamleiter. Ich habe dann das Infinity-Team eine ganze Weile geleitet. Ja gut. Ich habe endlich ein Blutaltar Tier 3. Yeah. Bash kackt das Spiel. Gut, bei mir werden wir dann mal gleich was vorbereiten, dank einem wundervollen Tipp von unserem lieben Lexi hier. Wie schon in der letzten oder vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, wir haben jetzt hier ein Buch mit Reaper. Und das werden wir jetzt mal vermehren. So, dafür habe ich die Printing Press gebraucht, oder? Boah, ich, wie gesagt, keine Ahnung, dazu hätte ich dir wirklich ein Tutorial angucken müssen. Ich weiß, du brauchst einiges, also ein paar Teile dafür. Also, ich habe mir das so generell mal angeschaut, man braucht eine Printing... Verdammt, habe ich noch eine Placeword. Ich meine, du brauchst auch irgendwie diese Pressplatten oder so auch immer wieder, weil die sonst kaputt gehen, ja. Verdammt, jetzt habe ich keine Placeword mehr. Ich habe die alle für den Himmel ausgegeben. Scheiß. Ja, super. Ich schau mal, ob Klaus noch eine hat. Ansonsten muss ich mal schnell eine Farm gehen. Das sollte jetzt kein Problem sein mit dem wundervollen Fluffy Unicorn. Weiß eigentlich, was es damit auf sich hat? Und dann, nee. Wir hatten damals immer so ein Projekt gehabt, das hatten wir... hat ein Freund von uns geleitet, Frivolo. Ja. Und da hatte ich einfach mal bis auf die Idee gekommen, das ist eigentlich schon... Ich muss ganz ehrlich, jeder, der so RPG spielt oder so weiter, der hat auch so irgendwie so einen Dragon Slayer oder sowas. Aber was ist das einfach für dich mach, von einem Schwert besiegt zu werden, das Fluffy Unicorn heißt? Verdammt, das sieht nicht gut aus. Mein Gott, da zügelt auch gar nichts, ne? Dieses Pack vom Trivo, das zockt ihr gar nicht mehr, ne? Das Trivolo Backpack da. Nee, das ist mittlerweile tot. Okay. Ja, es hat so ein bisschen der Late-Game-Content gefehlt. Haben halt wirklich Mechanismen aufgebaut und ja, das war dann. Oh.
Mechanismen fände ich hier auch geil. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob jetzt demnächst noch Minischem dazu kommt. Ja, aber es ist einer von euch mit IC2. IC2 habe ich echt mal wieder Bock drauf. Also ich hätte auf jeden Fall. Weil wenn ja, dann will ich nämlich auch noch Advanced Machines empfehlen. Weil das ist nämlich eine IC2-Erweiterung. Ach, du meinst hier mit dem Linien Induction Furnace und sowas? Ja, ich glaube schon. Das ist, ja, der Rotary Masturbator und sowas. Ja, ja. Genau. Ah, sehr schön. Hier sind wir direkt so. Boah, ich hab halt richtig das hier geleckt. Oder? Ich glaub. Ich geh. Ich hab so fette Lecks gerade gehabt. Hä? Hier Homebed was missing or obstructed? Ja, gut, ich bin jetzt hier am Spawn. Oh. Ja, tippe ich kurz zu mir. Ja, ich hab einen halt, ich hab einen Waypoint, das ist ja nicht. Ja gut, kannst du ja tippen. Ja. Schade, dass man das nicht einstellen kann für normale User. Mhm, das ist echt schön. Ja. Ja gut, jetzt versuche ich nochmal in den Nether zu gehen, schnell meine Sachen holen. Das kann lustig werden. Ja, die Pigmen waren noch aggro. Weil die was? Die Pigments waren noch aggro. Okay. Ah, ich muss nur. Ja, genau. Alter, ich hab Standbilder des Todes, ne? Okay, das ist cool. Ja, ich. Okay. Dann kann ich echt. Da muss ich bei mir echt das Technik. Achso, Tracks Room Track. Bin ich schon tot? Okay. Ja, gut. Na, sorry, da muss ich jetzt ganz ehrlich hier die Aufnahme abbrechen. Das geht so überhaupt nicht. Ne, das kannst du so vergessen. Ja gut, dann breche ich jetzt hier die Aufnahme ab. Jetzt haben wir eine kurze Folge bei mir. Oder was? Ah, es hat sich gerade stabilisiert. Erstmal vernünftigen Boden hier reinmachen, ey. Ah, gerade geht es wieder was. Oh, ich habe Goldschwert mit 2-1 bekommen. Was? Ich habe von einem Pikmin ein Goldschwert mit Smite 1 bekommen. Ach, fick doch nice. Na. So. So, jetzt geht ihr beiden kleinen. So, du und. So, friss Fluffy Unicorn. Ach, Warp muss jetzt doch nicht abbrechen. Nee, ich glaube, wenn ich jetzt auf den Nether raus kann, geht das wieder. Aber ich werde auf jeden Fall für nächste Folge schon mal das Tech-Stack wieder raushauen. Spiele ich wieder mit Faithful. Ja, ich glaube, da brauche ich nicht erstmal eine neue Graka. Brauche ich noch einen komplett neuen PC? Ja, ich habe jetzt halt zu Weihnachten von meinen Eltern habe ich schon mal einen Prozessor bekommen. So ein i7 mit 4,2 GHz. Ja, sagt jetzt auch echt nur im Nether. Jetzt bin ich wieder hier und ich habe stabile 80 FPS. Und ja, so 80 rum. Okay, Printing Press war ich dran. Das könnte ich jetzt wieder wegtun. So, wir fangen gleich mit den Maschinen an, meine Freunde. Aber Papa muss erstmal einen schönen Boden hier reinsetzen. Prioritäten. Ja. Hast du das, wenn der Boden. Eigentlich hasse ich das, wenn allgemein meine Base voll scheiße aussieht. Ah, ich drück's so aus. Mir ist es eigentlich mittlerweile Latte. Ich baue. Egal wie ich es baue, hinterher wird es eh wieder scheiße aussehen. Ah, ne, ich baue doch schon eigentlich einigermaßen schön. Ja, ich hatte mir jetzt hier nochmal vom Street Digger hier. Der kann da echt verdammt gut bauen, bin ich ehrlich. Also, was der teilweise raushaut, Respekt. Ne, von dem hatte ich mir jetzt mal hier beim TBP ein bisschen Nachhilfe geben lassen im schönen Bauen, aber das ist irgendwie wieder durchgerattert. Hehe.
So, die Printing Press habe ich. Die klatsche ich jetzt mal hier hin. Dann brauche ich noch eine... Moment, mach mal anders. Add Biblio. Wo ist es? Wo ist es? Hat BiblioCraft echt nur die eine Seite? Hier, die Printpress Plate. Printpress Chase brauche ich. Auch dafür. 1, 2, 3. Und einen Ironing God. Ich hoffe, dass ich das noch so richtig im Kopf habe. Ich befürchte nämlich gerade nicht. Was uns ein Google hilft. Ja, wird es wahrscheinlich auch drauf hinauslaufen. Erste, was wir uns bauen, sind erstmal Diamantendollys. Okay, es klappt schon mal nicht. Das ist schon mal schön. Frames. Was war denn das jetzt nochmal? War das der Typesetting Table? Google. Ja. Okay. Alles klar, wo fährt man gerade sein Handy nebenbei? Ja, oder einen zweiten Bildschirm, ne? Ja, gut, da würde ich jetzt aber gar nicht drauf gehen, weil der gerade so schon was am Rotzicken ist. BiblioCraft. So. Typesetting Table. War das der? Ja. Okay. Okay, ich brauche den Typesetting Table auf jeden Fall noch. Ja, dann machen wir den mal gerade. Der ist ja jetzt nicht zum Glück nicht allzu teuer. Mhm. Ey, der Himmel sieht so episch aus. So, das kann ich auch. Ne, das behalte ich. Okay, Nummer 2. Okay, dann gucken wir mal. Warte, ich hatte hier doch noch. Hier war. Ja, das habe ich noch. Soll ich erstmal Sterling-Generatoren bauen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Commentaries in den letzten Folgen bei mir waren echt genial. So. Jetzt heute, ja, okay. Ja, das habe ich jetzt auch. Dann haben wir jetzt das hier. Letzte. Ach so. Und auch noch eine Aufnahme mit Klaus letztens. Da war ich, habe ich unten hier das Portal auf, nicht das Portal, den Altar aufgebaut. Und Klaus war währenddessen auch noch dran mit Funkwaft. So die ganze Zeit in der Aufnahme. Ja, okay. Mhm. Das muss man so. Ich glaube, das war wirklich das Highlight aller Tage. Okay, das kommt jetzt da rein. Das kommt da. Ja, das ist immer cool so. Eigentlich müsstest du die Aufnahmen immer so im kleinen Fenster bei jedem im Kanal oben rechts laufen haben. Aber da hast du immer 3, 4, 5 Aufnahmen so da drin. Dann siehst du von deinen Aufnahmen nichts mehr. Okay, Shift Right Click. Okay, Moment, Handy. Then text in the middle of the top face of the table. And... Ich glaube, ich komme mal eben kurz zu dir und baue mal meine ganzen Erze bei dir in der Maschine rein. Ja, mach das. Okay, ein Redstone-Signal habe ich. Moment, das hat jetzt aber nicht so gut geklappt. Ja, okay. Das hat jetzt echt nicht geklappt. Hast du was falsch gemacht? Ich hab's so gemacht, wie es hier beschrieben ist. Dann klickst du in the middle of the top face of the table und selects ein... Braucht er noch Tinte oder was? Ja, Tinte braucht er glaube ich auch. Füll. Weil du druckst ja was und ohne Tinte kannst du ja nichts drucken. Ja, schon klar. Ich versuche einfach gerade die Sandsfahrt hier zu kriegen. So. Na,
Das ist eine verdammt spannende Folge bei mir heute. Aber im Endeffekt bist du so, ist man immer irgendwie produktiv. Ich bin gespannt, wie viel Eisen ich jetzt daran verschwenden werde. Ich mache mir schon mal bewusst. Einiges. Aber gut, Eisen ist ja. Jetzt auch nicht selten, ne? Das ist das teuerste Material aller Zeiten, hallo? Weißt du, was richtig teuer ist? Cobblestone. Boah, scheiße, ja. Weil, ja, ist ehrlich so, weil guck mal, wenn du dann auf einmal Cobblestone brauchst, so, dann siehst du so, boah, nein, ich hab gar keinen Cobblestone mehr. Wo ist der Cobblestone hin? Weil das wird am meisten verbaut. Weißt du, weil ich auch mal überlegen bin, dass ich mal, wenn ich mal so Farm-Touren mache, dass ich dann eine No-Comment-Folge mache, dass ich dann wirklich so mir ein bisschen Musik raussuche, Playlist laufen lasse und dann einfach farmen gehe. Und die Leute, die dann halt Bock haben, gucken sich das an und können dann ein bisschen bei der Musik chillen. Und die Leute, die dann keinen Bock auf haben, die machen, dann warten dann, bis die anderen Folgen wieder draußen sind, so weißt du? Ja. Hätte ich auch Bock drauf. Einfach mal so eine Chill-Folge mit ein bisschen Musik, ein bisschen farmen gehen. Habe ich bis jetzt auch noch nicht so gesehen. Jetzt habe ich es gemacht. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich habe es gemacht. Hast du kopiert? Ja, Enchanted Plate mit Reaper 1. Wie gesagt, frag mich bitte nicht wie. Wo hast du das Ding entstehen? Hier drüben. Okay. Kann man da irgendwie auch zugreifen oder so? Moment, hier ist diese Enchanted Plate. Kannst du mal anschauen. Da muss jetzt auf jeden Fall noch Tinte rein. Die hatte ich auch auf Vorrat gefarmt. Hier, 45 Ink 6. Und wo muss die jetzt rein hier, die Plate? Hier die Printing Press. Kann ich hier gar... Ah, jetzt... Ah, okay, jetzt ist sie drin. Ah. Ja. Google? Hallo, Google, hilfst du mir mal bitte? Printing Press, wo bist du? Ja, du, ich verändere mal kurz deine Erzsache hier. Ja, ja, mach du. Wo hast du denn hier Kisten? Okay. Okay, place a normal vanilla book on the left side of the front of the flying ink sack of the ink plate at the top. Ja. Ey, Handy, bleibst dann bitte an, danke. Ja, zum Glück bin ich super vorbereitet. Gemacht. Ah, ich krieg die Bücher. Hast du kopiert? Ja, die sind gerade dran. Nice. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung wie, aber es passiert. Ich muss ein Zauberer sein. Anders kann man sich das echt nicht erklären. Ja, das ist Biblokraft, ne? Nein, ich, dachte, ich bin ein Zauberer. Ja gut, du bist ein Zauberer. Ist okay. Jetzt im Ernst, das ist echt unglaublich. Ja, ist ein cooler Mod auf jeden Fall. So, in der Segment, da muss es rein. Da muss es wieder raus. Und dann heißt das... Da muss es raus und dann da wieder rein. Okay, Anvil kommt hier hin. Ich bin gerade noch überlegen, ob ich gleich Full Ham gehe und dann erstmal schön auf Reaper 4 oder 5. Ja, ich würde direkt auf 5 machen, dann würde ich das 5er für jeden einmal kopieren. Okay, die Print. Ja, okay, jetzt kann ich ja schon direkt so eine Printing Press von Reaper 2 machen. Ja, genau. Ja. So. Ich brauche eine neue davon.
Pack mal dein Draconium-Zeugs hier neben den Lava-Tank. Wo hab ich jetzt? Ja, mach du. Ich vertraue dir mal blind. Was hier mit dem, mit der Steadfast-Drohne? Wollt sie behalten? Die kannst du haben eigentlich. Weil ich ja eben schon die ganze Zeit gesagt habe, dass du die abholen kannst, aber habe ich immer wieder vergessen. Also sonst noch irgendwie Bienen hier? Nee, Bienen habe ich echt so gut gar nicht geholt. So kann ja sein, dass sie zufällig mal ins Inf. Weißt du was? Wenn wir gleich mal in der Jetzt fange ich auch schon damit an. Was denn? Wenn wir gleich mal im Endfarm gehen, ne? Ja. Dann lassen wir doch schon direkt so machen, dass wir noch einen Kescher mitnehmen für hier die Biene da. Ja. Ja, genau. Ja, für beide Bienen. Unten drunter ist ja auch noch eine Biene. Echt? Oh, mein Freund, wir sind schon wieder am Ende. Echt? Oh, scheiße. Ja, ja gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt da frisch, haut da rein. Und tschüss.